Wir erleben derzeit tektonische Beben, nicht nur an den Finanzmärkten, sondern auch politisch, eben in diesem Verhältnis zwischen den USA, China und vor allem durch den Ukraine-Krieg, durch die Invasion der Ukraine durch Russland, ist die Inflation weitgehend verstetigt und weiter angeheizt worden. Darauf reagieren wiederum die vor allem westlichen Notenbanken durch eine rigidere Geldpolitik. Dadurch strahlt das auf die Finanzmärkte. Und ein paar dieser Zusammenhänge zwischen Finanzmärkten und Geopolitik versuche ich in meiner jugendlichen Unschuld mal zu skizzieren. Zunächst mal, was sind denn tektonische Beben? Das sind Bewegungen in Kruste und Mantel unserer Erde. Sie entstehen, wenn die Bewegung zweier Platten der Lithosphäre aneinander vorbei durch erhöhte Reibung oder Verkeilung behindert ist. Und man könnte vielleicht sagen, wir haben es mit einer Verkeilung zu tun, sowohl bei den Finanzmärkten als auch im politischen Bereich. Und diese Verkeilung wollen wir uns mal anschauen, denn eines ist klar, wir hatten drei Dekaden, wo es typisch war, dass es immer irgendwie billiger geht. Man kann mehr Güter produzieren und immer billiger produzieren, und dieses Zeitalter, das ist vorbei. Wir haben jetzt eine Serie von Disruptionen, auch in der Produktion, und auch das hängt eben mit Geopolitik zusammen, hängt mit diesen tektonischen Beben zusammen, über die ich vorhin kurz habe sprechen können. Tektonisches Beben, so hat zum Beispiel ein russischer Minister gesagt, heute Russland könnte Gold verlangen für Gaslieferungen, wenn der Westen weiter Sanktionen gegen Russland erheben würde. Jetzt ist heute bekannt geworden, dass die Chinesen mit Russland verhandeln. Sie wollen russisches Öl kaufen für ihre strategischen Reserven. Was werden die Amerikaner dazu sagen? Die Amerikaner wiederum haben den Europäern gesagt, ach, das mit dem Ölembargo gegen Russland, lass das mal vielleicht besser, erhebt doch lieber Zölle. Warum sagen die Amerikaner das? Nun, weil sie selber fürchten, dass bei ihnen der Ölpreis respektive der Benzin- und Dieselpreis noch weiter nach oben schießt. Und das ist ein Riesenthema in den USA. Da hängt so viel dran. Also will man das verhindern. Also sagt man jetzt den Europäern, ach, macht mal ganz Sutsche. Also wir sehen die Verquickungen und Folgewirkungen, Wechselwirkungen, alles hängt mit allem zusammen. Die sind geradezu mit den Händen zu greifen. Zumal in China sich einiges tut. Das zeigt hier ein Kollege, der für uns direkt aus China berichtet. Der sagt, Xi Jinping läutet in China eine neue Säuberungswelle ein. Hier wird sogar der Ministerpräsident Li Keqiang inzwischen zensiert. Und diese Säuberungswelle ist keine gute Nachricht für chinesische Tech-Konzerne wie Alibaba, by the way. Denn hier soll sozusagen nochmal die Macht von Xi Jinping abgesichert werden. Und wir erinnern uns, dass das ja diese Antikorruptionskampagne, die Xi Jinping hier zur Sicherheit seiner Macht führt vor allem, dass das keine gute Nachricht war für Chinas Tech-Konzerne. Jetzt hat heute Hu Xixin, ehemaliger Chefredakteur der Global Times, getwittert, ja, das Gefährlichste in den Beziehungen zwischen China und den USA sei ja Taiwan. Wenn China Aktionen gegen Taiwan macht, dann wird es definitiv zwei Dinge machen. Erstens einen Blitzkrieg, um die Kontrolle über Taiwan zu erlangen. Und zweitens, dass die USA unfähig sein werden, eine Allianz zu bilden gegen China, wie man es gegen Russland gemacht hat. Also da wird sozusagen von einem Blitzkrieg bereits gesprochen, eine völlig realistische Perspektive, die Invasion Taiwans. Das dürfte allerdings nicht so einfach werden für die Chinesen, denn deren Militär hat null Kriegserfahrung faktisch, anders als die Russen. Aber sei es drum, wir sehen also, dass das hier konkret schon an die Wand geworfen wird, und wir sehen so viele Indizien dafür, dass vor allem die Ausländer irgendwie vergelt werden sollen. Die sollen sich nicht mehr wirklich wohlfühlen in China. So hat man den Eindruck, dass China und vor allem Xi Jinping eben die eigene Bevölkerung auf eine Art Systemkampf gegen den Westen vorbereitet und jetzt erstmal die Reihen nach innen schließen will. Das sind durchaus besorgniserregende Entwicklungen. Auf der anderen Seite hat China heute mitgeteilt, man wird eine Delegation nach Europa schicken, nachdem zuletzt das letzte Treffen nicht gerade günstig verlaufen war. Da haben sich die Chinesen geweigert, überhaupt über die Ukraine zu sprechen etc. Auch über Russland wollte man nicht reden. Jetzt hat man gesagt, ja, können wir mal drüber sprechen. Auf der anderen Seite ist es eben auch so, dass die Lage der Wirtschaft in China inzwischen durch diese Lockdown, durch diese Null-Covid-Maßnahmen ziemlich katastrophal ist. Auch hier ein Insiderbericht direkt aus China.
was eigentlich da im Argen liegt, kompakt zusammengefasst in einem Bericht, den wir heute auf Finanzmarktwelt publiziert hatten. Es ist nicht schlimm, es ist schlimmer. Das ist derzeit die wirtschaftliche Lage in China. Und jetzt kommt hinzu, und auch das ist irgendwie für mich typisch und passt genau ins Bild, die Kommunistische Partei hat offenkundig höherrangigen Funktionären jetzt gesagt, trennt euch von allen Properties oder Anteilen, also Häusern, Grundstücken im Ausland oder von euren Aktien, die ihr im westlichen Ausland habt. Auch über eure Kinder oder Verwandtschaft, die müssen das auch verkaufen. Also da ist durchaus einiges in der Mache. Und China hat heute auch bekannt gegeben, dass man die sogenannten BRICS erweitern will, also die Emerging Economies. Das heißt, China versucht offenkundig mit anderen Schwellenländern Partnerschaften zu schließen, wohl auch gegen die vermeintliche Dominanz des Westens. Kommen wir jetzt mal, nachdem wir hier mal so ein kleines Panorama gesehen haben, China, Russland, USA, kommen wir mal zum tektonischen Beben an den Finanzmärkten. Und da hat Esther George, Mitglied der Fed, heute sehr, sehr Interessantes gesagt. Sie hat faktisch gesagt, dass die Fed durchaus sehr auf die Aktienmärkte guckt und auch kein wirkliches Problem hat, wenn diese Aktienmärkte tiefer sind. Sie sagt, wir gucken hier durchaus auf die Transmission unserer geldpolitischen Maßnahmen. Wir adressieren jetzt nicht direkt die Aktienmärkte, aber natürlich sind die Aktienmärkte ein Kanal, durch den sozusagen oder über den unsere Maßnahmen wirken können. Das ist eigentlich ziemlich eindeutig. Stock Market, an important price signal. Und ich bin nicht erstaunt, so sagt Esther George, dass wir hier Volatilität sehen. Und auch ein sehr wichtiger und interessanter Punkt, naja, wenn jetzt die Leute weniger exzessiv Güter kaufen, wenn also die Nachfrage nachlässt, dann müssten wir auch die Geldpolitik nicht so stark straffen. Also hier der Hinweis auf den Konsum in den USA, der Hinweis auf die Aktienmärkte in den USA, da guckt die Fed also sehr, sehr genau drauf und gibt zu, ja, wenn die Aktienkurse fallen, dann haben wir damit nicht allzu große Schmerzen. Und da ist ja schon durchaus was passiert. Die Fed adressiert ja diese sogenannten Financial Conditions, also die Finanzkonditionen. Da gibt es zwei dieser Financial Conditions, einmal von Goldman Sachs und einmal von Bloomberg, der US Financial Conditions Index. Und der ist jetzt so negativ wie seit Mai 2020 nicht mehr. Also wie kurz nach dem Corona-Crash nicht mehr. Da hat sich also durchaus was getan. Und was getan hat sich natürlich auch bei den Aktienmärkten. Hier sehen wir mal den S&P 500, der die untere Trendkanalbegrenzung erreicht hatte. Jetzt so eine kleine Erholung zaubert, wird die nachhaltiger sein, wie weit wird die gehen oder sehen wir dann jetzt bald neue Tiefs? Im kurzen Zeitfenster jedenfalls sehen wir, dass der S&P 500 hier in diesem Bereich 3850-60 einen Doppelboden gebildet hat, da nochmal nach oben geprallt ist. Also da ist der Versuch mit ähnlichen Kerzen, wie wir sie schon bei dem letzten Verlaufstief Mitte Mai gesehen haben, oder vor einigen Tagen, vor einer Woche um und bei gesehen haben, sich hier rauszuarbeiten aus diesem Tief. Wir hatten ja dann die Erholung gesehen, die aber dann wieder in sich zusammengefallen ist. Wird das diesmal der Fall sein, wenn wir dieses Tief nachhaltig brechen, eben in diesem Bereich 3850, 3860, dann wird es schwierig. Schwierig war es ja auch für die Tech-Aktien. Hier sehen wir mal, dass die Tech-Aktien jetzt inzwischen Kurs-Gewinn-Verhältnisse haben wie Consumer Staples, also wie defensive, langweilige Aktien. Da war man ja durchaus weit enteilt im Gefolge der Liquiditätsmaßnahmen der Notenbanken. Jetzt ist man wieder gleich auf, also der Hund kehrt zum Herrchen zurück oder das Herrchen zum Hund oder wie auch immer. Jedenfalls ist das eine interessante Entwicklung. Und was derzeit besonders im Fokus ist, ist der sogenannte Consumer Discretionary Sektor, also die Güter nicht des täglichen Bedarfs, sondern die, die man kaufen kann, aber nicht kaufen muss, Luxus, alles, was man sich gern mal gönnt, leistet. Und wir sehen, das ist der schlechteste Monat für diesen Sektor seit dem Jahr 1990. Und das haben eben ja gestern die Zahlen von Walmart und Target gezeigt. Der Konsument hat alleine durch seine gestiegenen täglichen Kosten, Lebensmittel, Energie etc. schon so Probleme, dass er sich eben weniger gönnt, was man sich so gönnen kann. Darunter leiden jetzt diese Firmen, die eben solche Güter anbieten. Also da sehen wir, dass da, und das ist der Grund, warum gestern die Märkte so gefallen sind, dass man jetzt kapiert hat, Inflation, das frisst ja direkt in den Konsumenten rein und es frisst auch in die Margen der Firmen rein.
Genau das war der Grund, der gestern zu diesem starken Sell-off geführt hat. Davor war es ja nur die Angst vor einer rigideren Fed-Politik, steigenden Zinsen und Bilanzreduzierung. Jetzt eben auch die Sorge Inflation, Konsument, Inflation, Margen der Unternehmen. Dennoch sehen wir, dass bisher nur 41% der S&P 500 Aktien unter ihrem Hoch hantieren, handeln, das sie vor dem Corona-Crash erreicht hatten. Also der Schaden ist noch nicht wirklich groß. Da könnte die Fed sagen, so what? Ist doch noch eigentlich nicht so wahnsinnig viel passiert. Und wenn wir unten diese Grafik mal anschauen und David Martin Mullen hier mal zu Wort kommen lassen, der sagt, wir haben bisher noch überhaupt keine Kapitulationsflucht gesehen, also dass die Leute blind zur Tür rausrennen voller Panik. Hier ist eine Grafik, die zeigt Risky versus Safe Assets Fund Flows, also Gelder, die in Risk-On-Assets gehen, wie Tech, und in Risk-Off-Assets gehen, defensive Sektoren wie Consumer Staples, also so langweilige Geschichten, die meistens dividendenstark sind. Und da haben wir noch einen weiten Weg, bis da in irgendeiner Form eine Panik erkennbar wäre. Auf der anderen Seite haben wir sowohl gestern beim Dow Jones als auch beim Dow Jones Transports gesehen, dass beide Indizes gleichzeitig auf 12-Monats-Tiefs geschlossen haben. Das ist nach der Dow-Theorie kein gutes Signal. Das letzte Mal, dass wir ein solches Signal hatten, war am 9. März 2020. Da ging es dann nochmal 22% weiter bergab. Muss diesmal natürlich nicht so sein, aber wir sehen, dass hier tektonische Beben durchaus der Fall sind. Das sehen wir auch etwa beim S&P 500 mit den Daily Moves, also den täglichen Bewegungen, die größer als 2% sind. Da haben wir jetzt alleine im Mai schon 6 Vorkommnisse. Wir hatten dann im April 4, wir hatten im März 4, davor im Februar 3. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, das letzte Mal, dass wir irgendwie solche größeren Bewegungen häufiger hatten, das war im September 2020. Seitdem war so ziemlich Ruhe, gab es mal vielleicht mal einen Tag mehr als plus 2 oder mehr als minus 2, aber das war es dann auch. Aber jetzt sehen wir, dass das gehäuft auftritt, und hier unten sehen wir die Daily Changes, also die täglichen prozentualen Veränderungen beim S&P 500, und wir sehen, dass da plötzlich jetzt die Amplituden weiter ausschlagen. Auch das ein Beleg eben für diese tektonischen Beben. Wir sehen auf der anderen Seite heute Daten, die darauf hindeuten, dass die US-Wirtschaft abkühlt. Hier Philadelphia Fed Index, ziemlich klar nach unten gerichtet, sehr schwache Zahl heute. Erstanträge sind weiter gestiegen. Das sind durchaus Warnzeichen für die US-Konjunktur. Dann hatten wir die Verkäufe bestehender Häuser, die etwa 90% des gesamten Immobilienmarkts in den USA ausmachen. Auch da schwach, sind jetzt im dritten Monat in Folge gefallen. Und NAR, die Daten ermitteln, sagen, es sieht so aus, als würden wir weiter hier Probleme bekommen, als würde dieser Sektor weiter abkühlen. Gleichzeitig aber sind die Preise weiter gestiegen, also die Transaktionen sinken, die Preise steigen weiter, die sind saftig gestiegen im Vergleich zum Vormonat. Durchschnittlich um $16.000 ist ein bestehendes Haus, also ein Gebrauchthaus, könnte man sagen, im Preis nochmal gestiegen. Das ist schon sehr, sehr viel, und wir sehen mal hier oben in dieser Grafik, wie so die Transaktionen, in welchem Preissegment, im günstigen Preissegment nehmen die Transaktionen ab. Dagegen Häuser über $500.000 plus 18,5%, über $750.000 plus 19% und Häuser über $1 Million plus 16%. Auch das zeigt, dass da etwas im Argen ist, dass hier die Dinge immer extremer werden. Und diese Extreme, die lassen sich in dieser Grafik hier wunderbar zeigen, die Inflationserwartungen oder die Prognosen zur Inflation, die sind immer weiter nach oben gegangen, während die Wirtschaftsentwicklungsprognosen, die BIP-Prognosen, immer weiter nach unten gegangen sind. David Rosenberg verweist hier nochmal auf die gestrigen Zahlen und vorgestrigen Zahlen von Target und Walmart und sagt, ja, wir sehen hier wirklich einen Shift, ein tektonisches Beben in Richtung Konsument. Und es ist vielleicht, die große Story ist Rezession in diesem Jahr. Deswegen sollte man als Investor vielleicht sein Puder trocken halten und später im Laufe des Jahres dann Richtung Herbst vielleicht wieder in Anwendung bringen. Und dass es nicht nur Tech trifft, das zeigt etwa hier dieser Bericht aus der immer sehr empfehlenswerten Finanz- und Wirtschaft aus der Schweiz,
Die Schweizer haben ja auch mit der Neuen Zürcher Zeitung wirklich sehr, sehr gute Medien, wenn es selbst der Nestle zerlegt. In den jüngsten Börsenturbulenzen trifft es auch defensive Werte wie Nestle, denn die Inflation könnte die Margen dezimieren. Genau das ist das Problem. Und mit diesem Problem, nämlich der Inflation, hat die EZB zu kämpfen. Wir haben heute praktisch das EZB-Protokoll bekommen. Da sieht man, wie besorgt die Herrschaften doch über Inflation sind und wie dringlich jetzt Aktionen der Notenbank eingefordert werden. De Guindos, der FED, der EZB-Vize, also der zweite Mann hinter Lagarde, hat heute gesagt, ja, wir müssen die Geldpolitik straffen, aber langsam und vorsichtig, nicht zu schnell, sonst gibt es tektonische Beben. Also der versucht schon wieder zu bremsen, andere versuchen Gas zu geben. Die Mehrheit, so hier ein Bericht, möchte mindestens 1 bis 3 Zinsanhebungen von 0,25% in diesem Jahr sehen. Und der Klakör der EZB, das ist mein 27,5 bester Freund Marcello Fracerino, der heute oder kürzlich jetzt im Fernsehen gesagt hat, im Bayerischen Rundfunk, wir geben wahrscheinlich zu wenig Geld für Lebensmittel aus. Und ich glaube, da muss man den Menschen auch ganz offen und ehrlich sagen, Lebensmittel sind in vielen Bereichen im Augenblick zu billig, gell? Na klar, Marcello. Na, der Mann wird ja aus öffentlichen Mitteln bezahlt, beziehungsweise sein DIW wird weitgehend aus öffentlichen Mitteln bezahlt. 7.200 Euro, ich weiß jetzt nicht, ob brutto oder netto, plus ein paar Nebeneinkünfte. Käthe Marcello hat auch neulich kundgetan, dass er kein Auto hat, gell? Deswegen fordert er auch höhere Spritpreise. Gell? Da ist der praktisch überhaupt nicht egoistisch, der Marcello. Also ein wunderbarer Typ, meine Damen und Herren. Ganz großartige Figur. Und wenn wir jetzt nochmal zu den Themen hier dieses Videos kommen, ich will Ihnen 3 Artikel heute wieder empfehlen. Sorry, aber wir haben derzeit wahnsinnig guten Content auf finanzmarktwelt.de. Kann ich ja auch nichts dafür und den müssen Sie halt lesen. Hausaufgabe? Ne, da wird gar nicht diskutiert. Xi Jinping läutet in China neue Säuberungswelle an. Ich hatte es schon vorhin erwähnt. Das ist ein wichtiger Artikel, meine Damen und Herren. China verhandelt gleichzeitig mit Russland über den Kauf von Öl. Auch das hat Brisanz. 2. Artikel und der 3. Artikel ist noch brisanter. Nämlich, der hat den Titel ist ein Weltkrieg unausweichlich oder blufft Russland nur. Wir haben dazu das Institut für Friedensforschung an der Hamburger Uni befragt, Experten befragt, die sehr, sehr gute Waffenexperten sind, die mal klar machen, was sind eigentlich die Fakten, was kann Russland, was kann es nicht, was könnte es nicht, damit wir uns mal ein Bild machen können, was im Worst Case, den wir hoffentlich alle nicht erleben müssen, passieren könnte. Also diese 3 Artikel, meine Damen und Herren, die haben es alle in sich. Lesen und jetzt sage ich Servus und Ciao.